herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute werde ich euch mal zeigen, wie ich unser Sauerteigbrot immer selbst backe. Es geht total easy. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, weil ein Sauerteigbrot muss lange stehen. Und zwar habe ich hier unseren Sauerteigansatz. Habe ich vorhin erst auch noch gefüttert. Also er ist richtig schön. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Und davon habe ich mir ein bisschen was abgenommen. Das genaue Rezept verlinke ich euch alles in der Infobox. Wie gesagt, ich habe heute Morgen um 6:30 schon mal einen Teig hier gemacht. Da ist die Hälfte vom Mehl reingekommen, dann der Sauerteigansatz komplett und die Hälfte vom Salz und die Hälfte vom Wasser. Und es ist jetzt ungefähr 6-7 Stunden gestanden, zugedeckt, und es haben sich auch schon leichte Bläschen hier gebildet, also sieht sehr gut aus. Jetzt kommt nochmal, wie gesagt, die Hälfte vom Wasser dazu und die Hälfte vom Mehl. Und ja, ich habe hier ein Bio-Dinkelmehl. Das wird jetzt ein Dinkel-Sauerteigbrot. Eigentlich wollte ich ein Roggensauerteigbrot machen. Also ein bisschen Roggen noch dazu, aber ich habe leider keine Roggen mehr bekommen. So, jetzt hoffe ich mal, dass die Schüssel hier ausreicht. Lasse ich jetzt nochmal hier in der Schüssel ungefähr so 4 Stunden stehen, abgedeckt nochmal bei Zimmertemperatur, und dann kommt er danach ins Gärkörbchen. Wo habe ich es denn? Genau, ich habe hier mir so ein Gärkörbchen gekauft, gibt es bei Amazon, kann ich euch gerne mal verlinken. Und das kommt dann zum Einsatz, wenn der Teig hier nochmal 4 Stunden in der Schüssel bei Zimmertemperatur abgedeckt, fertig ist, geruht hat, kommt es dann nochmal ins Gärkörbchen rein für ca. 2 Stunden. Wir bekommen dann auch diese schöne Form. Ich backe dann den Teig, das Brot, hier in unser tollen gusseisernen Topf. Den kann ich euch auch gerne mal verlinken. Der ist super, der hat hier auch gar keine Rückstände hier drinnen, der ist schon bestimmt viele Male benutzt worden. Ist immer noch super und keine Schmutzrückstände hier, also richtig top. Wird dann da drin gebacken
Und dann bin ich mal gespannt und ja, wie es schmeckt mit Dinkelmehl. Genau, deswegen, wir sehen uns dann in ein paar Stunden nochmal. Der Teig hat jetzt nochmal gut dreieinhalb Stunden hier in der Schüssel verbracht. Und jetzt kommt er raus und kommt in ja, dieses Gärkörbchen. Das habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen mit Mehl ausgekleidet, dass dann auch der Teig natürlich wieder rausgeht. So, jetzt gucke ich mal meine Teigkarte. Habe mir auch hier gleich ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Und der Teig ist jetzt ein bisschen weicher, aber das macht jetzt nichts aus, weil Dinkel ist generell ein bisschen weicher vom Teig her. Und ja, ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn er gebacken worden ist. So. Also einfach von der Konsistenz ein bisschen weicher. Das ist dann eigentlich bei einem Roggenteig ein bisschen anders. Da wäre er ein bisschen fester. Schlage ich den schön ein. So. Geht dann hier rein. Dann hier quasi die Unterseite vom Brot. Genau, ich versuche jetzt hier, dass es ein bisschen schön. So. Gut, dann kommt jetzt hier ein Tuch drauf und das Ganze wird dann nochmal 2 Stunden hier einfach gehen. Das Brot ist fertig, frisch aus dem Ofen. Ja, ich muss sagen, es ist super geworden. Also ich finde es, muss mich mal wieder selber loben. Vom Aussehen her, ja, schaut es richtig gut aus. Ich kann es jetzt noch nicht anschneiden, aber ja, es sieht auf jeden Fall total klasse aus. Schaut mal, wie schön. Richtig schön geworden. Freue mich total. Und kleiner Tipp von mir, wenn ihr die Garprobe machen möchtet, klopft doch einfach mal
hier auf die Unterseite. Und wenn es sich hohl anhört, dann ist das Brot in der Regel fertig. Das ist eigentlich das Gleiche, auch wie mit Gebäck, wenn ihr Gebäck im Ofen habt. Einfach mal drauf klopfen und dann ja, ist es eigentlich fertig. Ich nehme das mal raus, dass ihr mal die Seiten sehen könnt. Vorsicht, ist noch wirklich sehr, sehr heiß. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Kleines, feines Sauerteigbrot aus reinem Dinkelmehl ohne Hefe. Also richtig schön, freue ich mich. Auch die Maserung hier vom Brotkorb, richtig schön. Und ich freue mich schon auf die Verkostung. Und ja, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ich mehr solche Videos machen soll. Vielleicht mal mit einem anderen Mehl. Genau, Rezept verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.